herzlich willkommen zu der wahrscheinlich letzten Folge Get Rich oder nicht. Ist es die letzte Folge? Werden wir bei Null landen? Dominik, werden wir Millionäre? Werden wir vielleicht halbe Millionäre? Kriegen wir vielleicht nochmal Geld? Oder beenden wir die Staffel, ja, sagen wir mal genau knapp einen Monat vor Weihnachten und versuchen dann nochmal was Neues aufzubauen? Das alles seht ihr in der heutigen Folge. Aber wie in der letzten Folge bin ich Mentality Man. Und meine Gaben sagen mir heute definitiv ja, denn wir haben ein wunderschönes Produkt. Ich habe es hier hingelegt, die Rarity Collection, ja? 25th Anniversary Rarity Collection. Hier können 3 Starlights drin sein, beziehungsweise 25th Anniversaries. Aber es sind Starlights, das wissen wir alle. Das sind einfach Starlights, günstigere Starlights, ja? Ash Blossom, Infinite Impermanence. Da können richtig, richtig teure Sachen drin sein, Dominik. Und da gibt es ungefähr, wenn du Glück hast, 3 in einem Display. Wir machen das Display auf, wir haben aber nicht genug Geld für das Display. Also müssen wir uns 10 Booster nehmen. Und ja, Dominik, wir machen es genauso. Ich nehme 5 und du nimmst 5. Und dann sehen wir, aus was für einem Holz du geschnitzt bist und was für eine Trüffelnase ich habe. In diesem Sinne, ich bin überhaupt nicht hyperaktiv. Ich hatte auch definitiv keine 3 Energies vorm Frühstück, während dem Frühstück und nach dem Frühstück. Und die Energie möchte ich von allen jetzt spüren, wenn wir jetzt die Packs aufmachen. Okay? Weil es sind auch nur 10 Packs mit jeweils 5, also 50 Karten. Das ist nicht viel. Wir müssen das strecken. So, wir suchen uns, wir draften jetzt unsere Booster und dann sehen wir uns gleich im Studio. Mhm. So. Das ist das Display. Übrigens bei uns erhältlich für 95 Euro. Ja. Wer den Euro nicht ehrt, ist die Rarity Collection nicht wert. In diesem Sinne, Display wird aufgemacht und wir draften nacheinander. Dominik, du hast die Ehre des ersten Pulls. Du kannst hier einfach reingreifen. 5 Booster du, 5 Booster ich. Damit nimmt das oberste. Ich nehme das hier. Ich bleib bei rechts. Das hier sieht gut aus. Natürlich, wie immer, unten rechts. Mitte links. Unten links. Dominik nimmt sich. Weißt du was? Dann nehme ich oben rechts. Jetzt nehme ich nach rechts Mitte. Okay, und letztes Pack, Last Pack Magic. Meine Gaben sagen mir ja. Vielleicht ziehen wir auch gar keine. Das wäre doof. Also 10 von 24. Chance ist gut, dass wir wenigstens eine ziehen, oder? 2 wäre insane, alle 3 wäre Home Run. Warte, ich muss riechen. Das lacht mich an. Wir haben unsere 5 Packs. Ich habe 5, Dominik hat 5. Und wir sehen uns im Studio. Und wenn das nix wird, machen wir Spendenaktionen. Dann gehen wir so lange betteln auf der Straße, ob es vielleicht noch immer für eine Folge reicht. Bis gleich. Werden wir heute rich? Ja. Oder zum 18. Mal niche? Ich sage, wir haben jetzt lang genug gespielt, wie kleine Kinder. Jetzt Zeit für was Ernstes. Na, Zeit, für ein Zeit für ein Duell. Wir haben sie, die unglaublich schöne Rarity Collection, 25th Anniversary. Wir haben davon noch nichts aufgemacht, ja? Noch nichts. Vielleicht erstmal für mich und für die Kunden, was bedeutet das? Also, Rarity Collection und 25th Anniversary. Es war jetzt die ganze Zeit schon 25th Anniversary. Ja, also Yu-Gi-Oh! Hat Geburtstag, die sind 25 Jahre alt geworden und deswegen gibt es eine neue Rarity. Die 25th Anniversary, da ist ja unten so ein Stempel drauf mit 25 Jahre Yu-Gi-Oh! Und die Karte glitzert wie eine Starlight Rare. Davon hatten wir ja bis jetzt ein paar. Genau. Was dann die Rarity Collection? In diesem Set, das ist ein Set mit, keine Ahnung wie viele Karten, also auf jeden Fall vielen, sehr, sehr viele Staples, sehr viele Karten, die du auch wirklich brauchst in ganz, ganz vielen Decks und so weiter. Mhm. Handtraps, Sachen, die du halt wirklich in jedem Deck benutzt. Also meta-relevante ja, Karten. Ja, definitiv. Und die sind in jeder Rarity drin. Bedeutet, du kannst jede Karte in Super Rare ziehen. In Ultra Rare ziehen. Das heißt, ich kann in einem Display auch mehrere Starlights haben. In jedem Display können 3 Quarter Centuries sein. Ich habe auch schon welche gesehen mit 2, ich habe auch schon welche gesehen mit 4. Okay. Und das Ding ist, du kannst halt jede Karte in jeder Rarity ziehen und es gibt neue Rarities aus dem OCG. Bedeutet, es gibt halt Super Rare, Ultra Rare, Secret Rare, was wir hier kennen. Quarter Century, ja. Mhm. Dann gibt es noch die neuen Ultimate Rares, die so aussehen wie im OCG. Sie sehen eher aus wie Gold Rares, finde ich, aber ist egal. Dann noch Platin,
Secret Rare, da ist nur so der Rand, nochmal so ein Special Secret, das sieht wild aus, und neues Collector Rare, das so aussieht wie im OCG. Bedeutet, du kannst hier jede Karte in jeder Rarity ziehen und es gibt genug Booster, wo du zum Beispiel dieselbe Karte einfach als Double Hit hast oder zwei High Rare Karten, also ist wirklich, wirklich schön. Wir starten. Mach auf. Aber es gibt jetzt keine feste Anzahl von, du hast so viel Secret Rares, du hast so viel Super Rares. Jedes Display ist ein bisschen anders und wie gesagt, du hast halt, du kannst halt wirklich alles, also das ist wirklich, 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 wirklich wie eine bunte Tüte. Du kannst aber, glaube ich, noch ein bisschen reinzoomen. Was kostet das Display? Ups, sorry. Ah, ist schon voll. Ja, okay. Auf Max. Wir haben Ice Dragon's Prison, ja, gute Fallenkarte. Und wir gehen weiter, das ist unsere Super Rare. Wir haben noch eine Super Rare, Lone Fire Blossom. Auch cool, schön für Edison-Format. Und jetzt können die geilen Sachen kommen, ja? Also nach den ersten zwei immer? Ja. Okay. Mama. Das ist eine Platin-Secret Rare, glaube ich. Oh ja, ich sehe es. Es ist dieselbe Karte nochmal als Platin-Secret Rare. Das ist ja wild. Lone Fire Blossom als Platin-Secret Rare. Bisschen? Man sieht es halt am Rand. Oh, okay. Das ist der innere Rand. Ja. Ah, ja. Der leuchtet nochmal ein bisschen mehr. Aber, und das ist das Coole, du kannst Double-Hits haben, sogar Triple-Hits. Wir gucken weiter. Sum Limit als Ultra. Ich mach mal die, das wäre auf jeden Fall ein Hit, den machen wir auf die Seite. Mhm. Sum Limit into? Mehr in die Mitte. Reinforcement of the Army. Auch ein schöner Hit, aber ganz normale Ultra Rare. Sehr alte Karte. Packen wir auf die Seite. Es gibt aber auch Staples hier drin, die selbst als Super Rare schon sehr, sehr teuer sind. Zum Beispiel Pot of Prosperity und sowas oder die Baroness. Wenn du das auswendig weißt, cool. Dear Servant, auch ein guter Hit. Dann musst du vielleicht auch genauer gucken, wenn wir gleich fertig sind. Jetzt haben wir nach dem Hit haben wir. Okay. Oh, okay. Magicalized Fusion ist jetzt nicht die Karte, die man sehen will, aber als Secret. Trotzdem schön. Dark Ruler No More, auch nochmal eine gute Ultra Rare, die man als Staple spielt, aber leider nichts High Rarity mäßiges. Ja, na gut, endlich ein Monster. Und? Oh, damn. Den kennt man noch. Damn, das ist Oldschool, Leute. Der Lava Golem, aber auch die Ultra Rares und sowas, die leuchten irgendwie schöner als normale. Ja, habe ich das Gefühl. Ich habe genau diese Karte in genau dieser Rarity und die sieht nicht so schön aus. Ja, haben sie sich echt Mühe gemacht. Haben sich richtig, richtig Mühe gemacht, Mühe gegeben. Also sieht wirklich wunderschön aus. Das ist richtig oldschool. Ich hatte das Deck davon. Zweites Pack. Mal sehen, ob ich gut geschnüffelt habe. Magicalized Fusion. Irgendwie sieht es so aus, als wären wir so weit weg. Nee, es ist auf Maximum eingezoomt. Das stimmt schon so. Dann haben wir Spellbook of Judgment into 2,5. Okay, das ist die Entis. Aber als normales Secret. Okay, Elder Entity Entis. Entschuldige, was? Elder Entity. Geiler Name. Dann haben wir. Oh! Ja! Nee, okay, oder? Yo! Die leuchtet ja mehr als meine Zukunft. Die Collector Rares sehen so schön aus. Yo! Also das sieht man halt dann direkt. Also wir haben eine. Mehr in die Mitte. Das ist sogar eine Ulti, das ist keine Collector Rare. 2,5, was kann das denn sein? Der Rand sieht ja crazy aus. Yo! Okay. The Iris Sword Soul als Ultimate Rare. Alter! Warte. Du musst dir gleich ein bisschen in die Kamera halten. Hinten haben wir noch, okay, Galaxy Eyes. Also das ist dieses Ultimate, dieses neue OCG Ultimate Rare. Das ist auch Raised, das kann man wirklich anfassen. Das sieht, Alter. Aber die ist legit nichts wert. Dann nehme ich mir die. Holy. Also die ist wirklich, das war jetzt nicht. Vielleicht kann man es auf der Kamera sehen, ob sie so beautiful, raised. Oder? Man kann es leider nicht so richtig erkennen. Also sie ist wie so 3D. Wenn du drüber fühlst, kann man das echt sie so ein bisschen spüren. Wirklich, wirklich geil aus. Holy. Okay, aber schon mal ein Hit. Nice. Schon mal ein Hit. Also die, wenn die nix geht, ich kaufe die hier dem Laden ab. Die sieht machst einen Euro in die Kaffeekasse. Safe. Ich glaube, das passt. Safe, Alter. Also die Rarity sieht ja amazing aus. Oh. Da haben wir eine gute nice. Super Rare. Pot of Extravagance. Ein paar Euro. Und Ecclesia. Okay. Okay. Als Secret. Du kannst immer noch in den letzten zwei Karten, also die letzten drei Karten können immer was sein. Oh. Xe-Monster. Naja. Und als letztes Fusion. Das ist Darklaw. Warrior. Ja, das ist Darklaw. Ja.
Digga, wie du es einfach auswendig weißt. Das ist Darklaw, aber bei 2400 weiß ich sofort, dass es Darklaw ist. Aber das Ding ist halt, ich liebe das Monster, ich liebe Heroes, das wisst ihr. Und den gibt es natürlich auch hier in Starlight. Und als Quarter Century, und das sieht einfach schön aus. Blue Eyes Abyss Dragon. Dann machen wir weiter mit Red Eyes Flare Metal Dragon. Den habe ich in Quarter Century auch gezogen. Der sah sehr, sehr schön aus. Ich liebe die Red Eyes Karten. Dann haben wir Dimensional Barrier. Auch ein sehr guter Reprint. Ja, in Secret Rare. Sieht sich richtig schön aus. Wir gehen weiter. Nochmal 2528. Das müsste. Oh, Zombie. Eldritch the Golden Lord. In dem coolen Artwork, wo er so auf dem Thron sitzt. Man sieht durch das Schimmern halt legit fast die Karte nicht. Also die leuchten so sehr, dass du einfach die Karten nicht siehst. Und ich habe nochmal einen Hit. Das ist eine Collector Rare ist dieses Mal. Oh, ja. Das ist eine Collector Rare. Bitte, und? Bitte, bitte. Oh, eine Lightning Storm. Alter. Lightning Storm Collector Rare. Siehst du diese Punkte? Ey, aber flick mal ein bisschen rum. Hier erkennt man es jetzt leider auch nicht so. Die haben auch irgendwie wie so ein bisschen Textur. Da sehen die Collector Rares jetzt nochmal geiler aus. Die Collector Rares sehen jetzt aus wie im OCG deswegen. Also Lightning Storm in Collector Rare. Was ist sehr, OCG? Sehr schön. Oceanic Card Game. TCG ist Trading Card Game. Also wir und es ist Asien, basically. Ah, also sorry Asia, Leute, aber die OCG-Sachen sehen so viel hübscher aus. Also die Rarity Collection gibt es bei denen auch schon seit Jahren. Holy. Ist das jetzt das erste Mal, dass es sowas bei uns gibt? Ja. Finde ich sehr geil. Ich bin am überlegen, ob ich mir auch so eine Egyptian God Slime, vielleicht ein bisschen höher noch ein bisschen. Die hat okay. Den ersten Print jetzt bekommen. Die gab es in einer Legendary schon. Collection. Oh! Da scheint Starlight das nee, sein. Oder? Doch. Oh mein Gott. Und es ist ups. Warte, ich wollte gerade sagen. Hä? Ein Link-Monster. Link 4, warte. Attacke was 3000. Hä, was ist hier denn hier Link? Boreal Sword? Cyber Sling? Hä, was ist das denn 3K mit 4? Ist das Boreal Sword? Soll ich aufdecken? Ich weiß und nicht. Das ist. Oh, ein Avramax! Ein Avramax in Quarter Century, der sieht fresh aus. Holy. Und das Schlimme ist, du hast jetzt noch Hits drin. Es ist immer noch was drin. Bei einer. Ja? Ja. Du hast. Coldwalker? Vielleicht warst du bei den Deutschen so. Da habe ich es gesehen, dass bei jeder Quarter Century immer noch ein anderer Hit dabei war. Oh. Ja, siehst du? Oh. Es ist immer ein Double-Hit. Oh. Let's go! Ah, ist eine Zauberkarte. Oh, Triple Tech! Oh mein Gott! Als Ulti! Die ist auch so teuer, Dominik. Alter! Die ist wirklich schön. Ey, heute hab sogar ich mal was erschnüffelt. Ich kann's nicht glauben. Holy, Leute. Die sieht wirklich schön aber aus. Aber ich muss sagen, das ist die beste Rarity. Besser als Starlight, das sieht wunderschön aus. Die sieht aus. Wirklich cool aus. Das ist etwas, das muss man einmal in der Hand gehalten haben, weil das ist einfach, das sieht so qualitativ aus. Das Coole ist, wir schnüffeln und schnüffeln, wir haben immer noch 4 Packs. Ey, mashallah, ganz ehrlich. Wir haben immer noch 4 Packs, eine das Quarter Century ist raus, können wir noch eine zweite ziehen. Wenn wir noch die dritte ziehen, ich schwöre bei Gott, ich gehe Lotto spielen. Dann gehe ich Lotto spielen. So, nächstes yo. Pack. Was kostet das Display nochmal? 95 Euro. Oder das Booster 5 Euro. Ich bin echt am Überlegen jetzt, ne? The Iris Sword Soul. Die haben wir heute schon gezogen. Wir haben Effect Veiler, auch sehr, sehr nice. Okay, und wir jetzt haben wieder. Fragezeichen, Fragezeichen. Ist das dann. Ah. Sehr gut. Ein Sphere Mode in Secret Rare. Sehr, sehr nice. Auch guck mal, wie das Secret Rare Foiling halt einfach rübergeht. Ja. Das ist eine Ra-Karte, oder? Genau, das ist der geflügelte. Von den Götterkarten. Stift geflügelte Ra. Die Win und. Oh, nochmal. No, das ist das Ding in jedem zweiten Pack. Du hast einfach was. Also, ich weiß ja dann nicht, wie die Preise sein werden, weil. Bei den guten Sachen halt sehr, sehr teuer und bei den in Anführungszeichen so normalen Sachen geht's halt echt. Okay, aber Win, dann und kann wir man haben ja sein Geld easy rausmachen. Nochmal den Avramax als Collector. Ah, ich dachte, es gerade wäre Starlight. Nee, okay. Nee, die leuchtet nicht so krass. Sollen wir gerade mal den Vergleich machen? Warte, hier haben wir ja den. Dein Avramax ist besser als mein Avramax, leider. Mein Avramax ist besser als dein Avramax. Nee, die sind wirklich schön. Ja, aber da erkennt man direkt den Unterschied. Also, die sind wirklich, wirklich schön. Sehr krass. So, dann habe ich hier wieder den Lava Golem. Was ist eine gute Super Rare. Ist einfach eine legendäre Karte, ey. Das war mein Deck für Ewigkeiten. Und dann haben wir. weil wir beliebt haben! Ey. Weil wir beliebt haben! Und ich will nochmal kurz anmerken, das ist kein ganzes Display gewesen. Wir haben einfach random 10 Packs geholt.
Und es ist. Warte. 2528, hä? Was ist das? Effektmonster. Ah, das ist leider nichts Gutes. Ist das der. Nee, oder? Ist das Eldritch? 2528? Ja, Zombie? Ist Eldritch. No. Oder? Also, der ist nicht schlecht. Aber. Ah, also, okay. Das Ding ist, du hast da jetzt noch einen Hit drin. Oh, also immer wenn eine Starlight drin ist, hat man. Immer. Okay. Oh, die hat Textur. Hier, das 25 ist eingestanzt. Ja, da sieht man's. Das sieht echt cool aus. Sehr cool. Wir könnten ein bisschen Geld gemacht haben. Pot of Desires ist gut. Nice. Und jetzt hast du noch was. Dominik, riech dran. Riech an der Karte. Es ist. Eine Ashblossom, aber die ist normal. Was? Scam. Da wurde ich wohl gescammt. Scam. Wenn die nämlich jetzt Ulti gewesen wäre oder Collector, die wäre teuer. Aber Ashblossom kannst du auch. Boah, also die Quarter Century geht so 130, 140 Euro oder so. What? Und die Ultis und Collectors gehen auch bestimmt alle zwischen 20 und 40 oder so. Last Pack Magic für mich. Also wir haben heute definitiv Plus gemacht. Haben wir. Nein, ich glaube, wir sind über 50. Alleine die Ulti Triple Tactics müsste bei 15 Euro sein. Deswegen, wenn nicht sogar mehr. Tourguide, Last Pack Magic für mich, ja? Dann haben wir Alpha, the Master of Beasts. Und dann. Machen wir 3 von 3. Es ist eine Platinum Secret. Sehe ich hier an dem Rand. Okay. 1800. Es ist The Fallen of Albas. Das ist eine sehr coole Karte. Die sieht wirklich schön aus. Als das Platinum Secret. Das ist eine coole Karte. Und vielleicht haben wir noch einen Hit. Ich habe auch schon Displays gesehen mit 3 Hits. Booster meine ich. Artefakt Lancea. Und es kann trotzdem eine gute Ultra-Rare sein. Es ist noch eine Lightning Storm. Die geht halt auch ihre 3-4 Euro. Ja? 3-4 Euro. Vielleicht auch nur 2. Aber 2 ist auch gut. Für eine Karte. Boah. Meine eigene Karte hat mich gerade geblendet. Guckt euch das mal an. Oh, Harpy's Featherstorm. Ist auch schön. Wunderschön. Dominik. Auch eine alte Karte. So, dann. Komm schon. Last Pack Magic. Jetzt aber. Okay. Ist trotzdem eine schöne, du kannst trotzdem hinten noch was haben. Und es ist 1515. Okay, eine Dogmatiker, okay. Okay. Und letzte Karte. Ach, wieder nix, oder? Oh, Change of Heart. Change of Heart. Das ist eine Oldschool-Karte. Das ist wirklich Oldschool. Ey, man kann wirklich nichts sagen. Wir können die Puls gerade ein bisschen in die Mitte machen. Mhm. Aus 10 Boostern haben wir ein bisschen was gezogen. Ja, 2 Quarter Centuries. Also da kann man wirklich nichts sagen. Einfach. Das haben wir noch sowas wie eine Lightning Storm. Fallen of Albats. Das 4 Mode. Der Eldritch. Dimensional Barrier. Also das Triple Tactics, muss ich sagen, sieht wahnsinnig, wahnsinnig geil aus. Ihr seht ja den Preis schon. Wir rechnen jetzt ein bisschen zusammen. Wir gucken uns natürlich Card-Market-Preise an vom heutigen Tag. Heute ist der 7.11. Wir gucken den ersten englischen Preis von einem deutschen Verkäufer und zählen jetzt gleich alles zusammen. Ihr seht es schon. Und dann sehen wir, ob wir Bruch gemacht haben oder Much. Also ich denke, wir haben Plus gemacht. Millionäre. Ja, ich denke, da liegt schon so jetzt 7, 8, 1000... 40 Milliarden Euro. Wir sehen uns gleich. It's not much, but it's honest work. Ey. Die sind doch billiger, als ich dachte. Also, wir sind bei 57,50 Euro gelandet, aber es gibt unglaublich viele Karten, ja, die bei 20, 30, 40 Cent sind. Staples, gerade die Low-Rare Staples, Super-Rare und Ultra-Rare und Secret selbst. Da sind ganz, ganz viele Karten eben bei 30, 40, 45, 50 Cent. Deswegen fühlen wir uns da okay, wenn wir sagen, wir runden auf 60. Und wir haben in dieser Folge 10 Euro plus generiert. Das erste Mal plus seit wie vielen Wochen? Jetzt ganz ehrlich. Seit ein paar Wochen. Deswegen, wir nähern uns an das Display. Aber krass, dass wir 2 gezogen haben. 2 aus 3. Not bad. Und wir haben jetzt nächste Woche 12 Booster. Halbes Display, 6-6. Nächste Woche nochmal. Wenn die Preise sich weiter so entwickeln, weil die steigen gerade wieder ein bisschen, dann würde ich sagen fast ja. Weil wir versuchen ja immer noch die Folge, also ich will die Staffel bis Weihnachten geht. Und an Weihnachten kommt eine Special-Folge raus, wo ich als Weihnachtsmann verkleidet bin und wir werden einfach Millionäre. Hier habt ihr es gehört, er muss sein Wort einhalten, wenn wir es schaffen. Ich ziehe einfach eine rote Jacke an und Bommelmütze und sage, ich bin der Weihnachtsmann. Bart ist schon da. Ich habe den gefärbt für die Ladies von Weiß auf Schwarz.
Das ist gut. Das ist gut. Ja, abonnieren, kommentieren, liken, lasst gerne ein bisschen Liebe da. Schreibt uns gerne in die Comments, wenn ihr andere Produkte habt, wo ihr sagt, ey, hier müsst ihr reincashen, das ist richtig, richtig gut. Aber momentan, Rarity Collection ist halt leider sehr, sehr gut. Und bis zur nächsten Folge sagen wir, kaufen, kaufen, kaufen. Das Wichtigste im Leben. Ciao, Leute. Gebt euer Geld aus. Warum braucht das auf der Bank, das einsam ausgeben?